Gold. Der Goldpreis, der ist stark gestiegen letztes Jahr, aber jetzt hängt er plötzlich irgendwie fest. Wir haben seit ein paar Wochen eine Korrektur, technische Gegenreaktion könnte man sagen, aber das hat auch fundamentale Gründe. Und wir fragen uns heute, warum steigt Gold nicht mehr, woran liegt das, was müssen wir jetzt beachten als Anleger? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen, ich grüße Sie. Ich bin diese Woche spät dran mit meinem Video. Ich habe ein paar Tage Ferien gemacht, aber dafür bin ich wieder sehr gut erholt und ich bin motiviert natürlich wie immer. Und wir haben auch ein sehr schönes Thema heute, nämlich den Goldpreis. Goldpreis hat sich sehr gut entwickelt, gerade in den letzten Monaten nochmal, aber jetzt ist die Rallye doch ein bisschen ins Stocken geraten. Das ist der Goldchart, ein Jahreschart in US-Dollar, starker Anstieg jetzt nochmal die letzten Monate und das Hoch wurde erreicht Anfang September diesen Monat. Da waren wir bei 1550 Dollar, aber da war dann erstmal Schluss, jetzt sind wir wieder 50 Dollar drunter. Und da würde man als Charttechniker jetzt wahrscheinlich sagen, diese Korrektur bis jetzt ist eigentlich noch nicht der Rede wert. Das ist im Grunde eine ganz normale Gegenreaktion auf einen starken Anstieg, den wir vorher gehabt haben. Also kein Grund zur Sorge aus technischer Sicht. Der Aufwärtstrend ist im Grunde aus technischer Sicht immer noch völlig intakt. Das kann man auch durchaus so sehen. Aber es hat natürlich auf der einen Seite von der fundamentalen Seite her Gründe gegeben, warum Gold so stark gestiegen ist zuerst. Und es gibt natürlich auch einen Grund, warum es zurzeit nicht mehr steigt. Und darum ist vielleicht der Zeitpunkt jetzt, heute, momentan gar nicht so verkehrt, um sich zu fragen, wo stehen wir jetzt beim Gold? Weil ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass es das jetzt fürs erstmal war mit dem Goldpreisanstieg. Wir haben viel über Gold gesprochen hier, haben das immer wieder behandelt, auch Goldaktien verschiedene. Es gab dazu Videos und es gab natürlich auch die Empfehlungen dazu im Zukunftsmärkte-Report. Die letzten Goldaktien, die wir da vorgestellt haben, das war im Mai, die sind jetzt alle deutlich im Plus natürlich. Es hat am Anfang Irritationen gegeben, aber jetzt sind wir da wirklich bei allen drei Werten gut im Plus. Zukunftsmärkte-Report, das ist ein Gratisdienst von uns, der erscheint regelmäßig mit Analysen. Da stellen wir Aktien vor, die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Wir stellen auch interessante Märkte vor und berichten darüber. Viele von Ihnen kriegen die Reports wahrscheinlich schon. Wenn Sie sie noch nicht haben, dann einfach anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Dann kriegen auch Sie die Reports in Zukunft kostenlos und der Anmeldelink ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Aber wie gesagt, also es gab ja auch auf dem Kanal hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal schon Videos zu Gold. Ich habe Gold immer wieder besprochen und das unter bestimmten Prämissen, Prämissen, die ich für wichtig halte bei der Goldpreisentwicklung. Und da gehört erstens mal dazu, Gold ist zwar ein Krisenschutz, das stimmt schon, aber Gold schützt nicht vor allen Krisen, schützt nicht in jeder Krise. Zweitens, Gold ist auch nicht direkt ein Inflationsschutz oder es ist nicht zwingend ein Inflationsschutz. Das habe ich auch ausführlich behandelt. Hier können Sie sich anschauen in meinem Video vom Februar. Und das bestätigt sich ja auch momentan wieder in der momentanen Lage. Da sieht man ja auch wieder, die Inflation geht eigentlich weltweit zurück, aber Gold ist trotzdem gestiegen die letzten Monate und umgekehrt. 2018 zum Beispiel, erste Jahreshälfte, da ist die Inflation deutlich gestiegen. Gold ist aber gefallen. Es geht also weniger direkt um die Inflation, es geht eher um Realzinsen beim Gold. Also welche Zinsen bekomme ich am Markt abzüglich Inflation oder kriege ich überhaupt Zinsen? Eine Frage, die man sich auch immer mehr stellen muss. Und das wiederum hängt stark zusammen mit Erwartungen am Markt zu diesen Entwicklungen und zur Geldpolitik der Notenbanken.
Und die vierte Prämisse, der Goldpreis ist stark fokussiert auf das, was in den USA passiert, wie da die Weltpolitik, die Geldpolitik ist und die Wirtschaftslage ist. Zumindest ist es momentan so. Wir haben eine starke Fokussierung auf die USA. Das ist einfach so. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen als Anleger. Was im Rest der Welt passiert, das interessiert den Goldmarkt eigentlich nur so am Rande. Ein gutes Beispiel dafür ist die EZB-Sitzung letzte Woche. Die hat EZB hat noch höhere Strafzinsen für Bankeinlagen eingeführt. Dann hat sie nochmal Anleihenkäufe ohne Befristung angekündigt. Alles Dinge, die den Goldmarkt eigentlich hätten stützen müssen, haben sie aber nicht getan. Und das liegt eben auch daran, dass der Goldanleger, dass die Goldanleger eben so stark auf die USA fixiert sind. Jetzt ist es aber so, wir haben jetzt eben auch in den USA die Situation, dass man sich Sorgen macht. Wir haben einen Wirtschaftsrückgang, wir haben einen Handelskonflikt, der verunsichert. Marktzinsen gehen stark zurück, die Zinsrenditen. Der Anleihemarkt signalisiert also einen starken Wachstumsrückgang in den USA und wir haben Leitzinssenkungen. Die Fed hat den Leitzins ja einmal jetzt schon gesenkt. Das heißt, auch in den USA hat die Wende in der Geldpolitik jetzt stattgefunden. In vielen anderen Ländern auch, aber eben auch in den USA. Und das ist natürlich der Hintergrund oder einer der Hintergründe, warum Gold gestiegen ist die letzten 12 Monate. Weil letztes Jahr war die Situation ja noch so, die Fed hat damals den Leitzins angehoben und man hat auch gedacht, es geht jetzt eigentlich eher so weiter, dass die Geldpolitik gestrafft wird, bis man dann nach und nach eben gemerkt hat, es geht eben nicht so weiter, sondern im Gegenteil, jetzt haben wir schon wieder Zinssenkungen. Konjunkturbedingt natürlich. Und das hat den Goldpreis steigen lassen. Und die meisten Goldbullen momentan, die würden sagen, jawohl, diese Entwicklung war auch völlig berechtigt, der Goldpreisanstieg, und der wird auch so weitergehen. Es hat sich ja nichts geändert, großartig in den letzten Wochen. Es ist immer noch so, der Handelskonflikt ist noch da, das Konjunkturrisiko ist noch da und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass in den USA die Zinsen weiterfallen und weltweit sowieso. Also warum soll Gold da nicht weiter steigen? Es hat sich ja an dem ganzen Basisszenario, das wir haben, für Gold nichts geändert. Also wo ist momentan das Problem? Das würden die Goldbullen sagen und ich würde dem grundsätzlich auch zustimmen. Das ist schon alles richtig. Aber auf der anderen Seite ist es so, man muss es in Zusammenhang stellen, auch mit den Erwartungen. Die Erwartungen am Markt, die da waren, als Gold gestiegen ist die letzten Monate. Wovon ist der Markt da ausgegangen? Und auf der anderen Seite, was von dem, was der Markt sich da so erwartet hat, trifft jetzt auch ein. Der Goldanleger hat ja ein großes Problem. Gold hat in dem Sinn keinen fairen Wert, den man jetzt wirklich genau beziffern könnte. Gold hat natürlich einen Wert, aber wo liegt der? Man kann jetzt nicht sagen, in einer bestimmten Situation muss Gold so und so viel wert sein. Zum Beispiel, man kann nicht sagen, wenn es am Markt Realzinsen für mich gibt als Anleger von 2%, dann ist der faire Wert von Gold im Vergleich dazu nur noch $500 pro Unze. Und umgekehrt, wenn der Realzins 0 ist oder negativ, dann ist der faire Wert 1500 oder $3000 pro Unze. Das kann man nicht sagen so. Es gibt keinen Richtwert, sondern es geht eben immer irgendwie um eine Tendenz eher. Und die ändert sich aber gerade. Das tut sie vielleicht nicht endgültig, aber auf jeden Fall kurzfristig ändert sich da was. Also, Gold ist gestiegen, weil man erwartet hat, das US-Wachstum geht stark zurück und die Zinsen gehen auch stark zurück. War dann auch so. Nur, die Markterwartung vor ein paar Monaten, die sah so aus, dass man erwartet hat, dass die Fed den Leitzins dieses Jahr viermal senkt. Also eine ganz entschlossene Lockerung als Reaktion auf die Wirtschaftslage, die sich da jetzt möglicherweise verschlechtert. Das war das Szenario. Und dieses sehr ausgeprägte Szenario, das ist eventuell nicht mal haltbar.
Das ist der Zins auf 10-jährige US-Staatsanleihen, ist einer von meinen Lieblingscharts, Zinsentwicklung in den USA, ein Jahreschart hier, aber ist natürlich auch sehr wichtig. Und da sehen wir diesen Absturz, den die US-Zinsen gehabt haben in den letzten 12 Monaten von über 3,2% auf 10-jährige Staatsanleihen auf unter 1,5%. Das war dann Anfang September und damit war er auch deutlich unter dem Leitzins. Das ist natürlich eine Entwicklung, auf die dann auch Gold stark reagiert hat. Damit hat der Markt viel vorweggenommen. Er hat einen starken Wachstumsrückgang, wie gesagt, vorweggenommen. Er hat Leitzinssenkungen vorweggenommen. Nur die letzten 3 Wochen geht der Zins dann plötzlich nach oben wieder und im gleichen Zeitraum der Goldpreis nach unten. Warum haben wir diesen Umschwung? Der Markt ist offenbar zu dem Schluss gekommen in den letzten Wochen, dass das Ganze mit dem Zinsverfall möglicherweise übertrieben war, dass man das vielleicht doch zu negativ gesehen hat alles. Vielleicht erinnern Sie sich da, das war auch schon meine Theorie in meinem Video zum US-Aktienmarkt vor 2 Monaten. Ich habe damals in den Raum gestellt, meine Vermutung, dass man am US-Aktienmarkt die Lage wahrscheinlich zu positiv sieht, dass man sie am US-Anleihenmarkt aber wahrscheinlich zu negativ sieht. Und selbst wenn es nicht so ist, wenn der Anleihemarkt recht hat und wenn dem seine Negativeinschätzung richtig ist zum Schluss, dann haben wir aber momentan immer noch die Fed, die Notenbank. Und die hat diese negative Einschätzung nicht, zumindest nicht bis jetzt. Die Fed hat jetzt die Zinsen einmal gesenkt. Aber sie hat dabei nicht gesagt, dass jetzt eine Serie von Zinssenkungen beginnen würde. Sie hat sich sogar standhaft geweigert, das zu sagen, hat sich damit auch dem US-Präsidenten widersetzt, was man ihr auch mal anrechnen muss. Der fordert ja Leitzinssenkungen. Sie hat bis jetzt immer gesagt, es gibt zwar Risiken, die muss man auch beachten, aber sie sieht jetzt keine unmittelbare Rezessionsgefahr, auf die man jetzt stark reagieren müsste mit Leitzinssenkungen. Und das, was sie damit gesagt hat, das ist was völlig anderes, als was der Anleihemarkt zurzeit erwartet und auch was völlig anderes, als der Goldmarkt erwartet. Bleibt die Fed jetzt bei dieser Einschätzung? Das erfahren wir sehr bald, nämlich schon heute Abend. Da ist nämlich die nächste Notenbanksitzung. Man geht davon aus, die Fed wird den Leitzins nochmal senken, aber ich halte es gleichzeitig für sehr wahrscheinlich, dass sie diese Einschätzung, die sie bisher hatte, nochmal bekräftigen wird heute. Nämlich die Einschätzung, dass die US-Wirtschaft insgesamt noch relativ gut dasteht. Ob sie damit recht hat am Ende, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, das wird sie heute nochmal sagen, dass die Lage schon noch halbwegs gut aussieht. Und das wäre dann aber eine Einschätzung, die sich nicht deckt, wie gesagt, mit der Einschätzung am Anleihemarkt und auch nicht deckt mit der Einschätzung am Goldmarkt. Und wenn das so kommt, dann gehe ich davon aus, dass das den Goldpreis jetzt erstmal zurückwirft und dass sich der Goldpreis davon auch nur dann erholt, wirklich wieder, wenn es neue Indizien gibt, neue Indizien, die zeigen würden oder darauf hindeuten würden, dass die Fed mit ihrer Einschätzung Unrecht hat. Aber bis dahin wird es für Gold, glaube ich, erstmal nicht so einfach. Und was heißt das für Anleger? Da kommt es natürlich darauf an, was sind Sie für ein Anleger? Agieren Sie kurzfristig? Handeln Sie Gold mit Hebel vielleicht? Oder haben Sie viele Goldaktien? Wenn dem so ist, dann glaube ich schon, dass es vielleicht nicht ganz falsch ist, wenn man jetzt mal ein bisschen aufpasst, wenn man vielleicht Gewinne mitnimmt erstmal oder Stops nachzieht, das Ganze jetzt mal etwas genauer beobachtet. Ich glaube, wir sind schon an einem Punkt, wo sich der Goldmarkt ein paar Fragen stellen muss und auch stellen wird. Wenn Sie jetzt mittelfristig agieren, mittelfristig, langfristig, also wenn Sie ein Portfolio haben, das diversifiziert ist, dann ist die Sache sicherlich anders. Da würde ich dann sagen, da muss man jetzt nicht unbedingt gleich in Hektik verfallen. Man kann vielleicht sogar, wenn es wirklich einen Rücksetzer geben sollte, in den nächsten Wochen den nutzen, um Positionen im Goldbereich, im Edelmetallbereich eher noch ein bisschen aufzubauen, falls man da jetzt nicht so viel haben sollte bis jetzt.
Es ist sicherlich so, der Goldmarkt kann sich geirrt haben, kann die Lage falsch eingeschätzt haben in den USA, aber auf der anderen Seite, wenn der Goldmarkt die Lage richtig eingeschätzt hat und wenn diese Negativszenarien doch noch kommen sollten, früher oder später, und das ist ja nicht abwegig, dann wissen wir jetzt, dass Gold und dass Goldaktien in dem Moment greifen werden. Sehr wahrscheinlich. Und das ist viel wert, wenn man für sein Portfolio einen Schutz hat, im Fall, dass es zu einem starken Wachstumsrückgang kommt oder sogar zu einer Rezession eventuell. Gold wird wahrscheinlich nur dann steigen oder sogar sicher nur dann steigen, wenn die Zinsen wieder fallen oder wenn sie niedrig bleiben. Und das passiert wahrscheinlich nur dann, wenn sich die Wirtschaftslage wirklich verschlechtert. Aber wenn es so kommt, werden die Edelmetalle davon sehr wahrscheinlich profitieren. Anders als US-Aktien. Es gibt viele Leute natürlich, die sind da ganz anderer Meinung, das weiß ich. Die sagen, der Aktienmarkt profitiert von fallenden Zinsen doch auch. Das sehen wir ja jetzt. US-Aktien sind immer noch nahe einem Allzeithoch, weil man ja die Hoffnung hat, diese niedrigen Zinsen, die stabilisieren ja auch die Wirtschaft wieder. Das ist aber eine Meinung, die war bis jetzt irgendwo sicherlich schon richtig, aber ich teile die trotzdem nicht auf mittlere Sicht, weil wenn das kommt, was die Marktzinsen da dieses Jahr vorweggenommen haben oder auch der Goldpreis, was der vorweggenommen hat, wenn das wirklich so eintreffen sollte, dann kann es für US-Aktien auch ungemütlich werden. Und da habe ich dann lieber im Portfolio auch noch ein bisschen Gold oder Goldaktien oder Edelmetallaktien. Gut, so viel dazu. Wir beobachten das weiter natürlich mit dem Goldpreis. Und hier auf YouTube, auf dem Zukunftsmärkte-Kanal, da geht es demnächst nochmal um zwei Märkte, die es jetzt schon hart erwischt hat in den letzten Monaten und dieses Jahr und letztes Jahr, nämlich Argentinien und die Türkei. Wir schauen uns an, wie ist da die Lage, was tut sich da, was tut sich da Neues. Argentinien haben wir natürlich erst behandelt vor ein paar Wochen. Das war gleich nach dem Crash im August, wo die Börse stark eingebrochen ist, die Währung stark eingebrochen ist. Aber inzwischen gibt es auch in Argentinien wieder einiges an Neuem. Also ein interessantes Thema, denke ich. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei und falls Sie es auf gar keinen Fall verpassen möchten, am besten natürlich Kanal abonnieren und beim Anmelden die Glocke drücken. Dann sehen Sie immer, wann ist ein neuer Beitrag da von Zukunftsmärkte, was für ein Beitrag ist da und dann verpassen Sie da auch nichts mehr von uns, was ja sehr schade wäre. Dann wünsche ich Ihnen schon mal alles Gute bis dahin. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche und bis dahin, wie immer, danke fürs Zuschauen.